Von Red Deutsche Presseagentur 31. August 2018, 11.23 Uhr. Erstmals schafft ein Fußballverein aus Luxemburg die Qualifikation für die Europa League. Großen Anteil daran hat ihr deutscher Trainer Dino Dobmöller. Dino Dobmöller hat mit dem F91 Düdelingen die Qualifikation zur Europa League geschafft. Foto, Deutsche Presseagentur Cluj. Das Fußballwunder ist perfekt. Der kleine Club F91 Düdelingen hat am Donnerstag Fußballgeschichte geschrieben und als erster Verein aus Luxemburg die Gruppenphase der Europa League erreicht. Nach dem 2:0 im Hinspiel setzten sich die Luxemburger beim rumänischen Meister CFR Cluj mit 3:2, 0:0, durch. Mehr zum Artikel 1 Bilder 0 Videos Europa League RB Leipzig dank Last-Minute-Sieg in der Gruppenphase. Dabei schockten Daniel Sinani mit einem Doppelpack innerhalb von 3 Minuten. 51/54 und David Turpel, 78. die Gastgeber und schossen nach der Pause einen 3:0 Vorsprung heraus. Der Kameruner Robert Niebdambe, 85. und der Franzose Bilal Omrani, 88. konnten für Cluj in der Schlussphase nur noch verkürzen. Sohn von Klaus Dobmöller, Vater des historischen Erfolges, ist ein Deutscher. Dino Dobmöller, der 37 Jahre alte Sohn des früheren Bundesliga-Torjägers Klaus Dobmöller, trainiert die Luxemburger. Er führte sie zuvor schon zweimal zur Meisterschaft und einmal zum Cupsieg. Zum Team zählt im Ex-Dortmunder Marc-André Kruska, der in Cluj allerdings nicht dabei war. Ein weiterer Deutscher. Mit dem Einzug in die Gruppenphase, die am Freitag in Monaco ausgelost wird, sind dem 20.000 Einwohner zählenden Düdelingen nun schon insgesamt 4 Millionen Euro von der Europäischen Fußballunion garantiert.